Los geht's. Sind wir schon im Flieger? Gehen wir da raus. Kein Casual, by the way. Ganz normales Spiel. Könnte da hässlich werden jetzt gleich. Ich überlege mir, ich glaube, wir nehmen mal ein paar Häuslichter oben. Ich glaube, in Wirklichkeit wird es, glaube ich, dieses Hasending, wenn du im Fallschirm abspringst, wird es wegblasen. Es ist keiner da. Doch, einer. Kommt hier unten irgendwo raus. Bunter Schirm. Bunte Schirm. Let's go. Ne, wollen wir nicht. Wir spielen Sneaky. Wir holen uns den Typen mit der Derpunov. Ja, ein Derpen macht das, glaube ich, gut für sowas. Keine Munition, echt? Nee. Nein. Ja, passt. Ich sehe, da drüben war er. Gelber Marker. Auch bekannt als der einzige Marker. What the hell? War da noch einer? Nee, ne? Wart mal. Müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Passt. Kompi. Oh, MP5. Die ist geil. Den haben wir aber richtig die Tour vermasselt. Dem Spezi. Wo ist denn da? Wo ist denn? Liegt der da? Ach, da unten. Das war B. Passt. Die von Roche schmeißen wir weg. Smokes. Ich will mal ganz kurz was ausprobieren. Ich habe hier einen neuen Rauchgranatenwerfer. Mal kurz schauen. Sind die jetzt gelb? Tatsächlich. Ha! Gelb. Schaut cool aus. Gut, passt. Gefällt mir. Gut. Die mal. Haben wir alles. Übrigens, ist jemand PUBG Hot Drop in Köln? Wer ist dabei? Wer kommt mit? Das Ding nehmen wir mal. Ja, haben wir schon alles. Brauchen wir nicht. PUBG Hot Drop in Köln gleichzeitig mit der Gamescom. Wäre schon cool, den ein oder anderen von euch da mal persönlich zu treffen. Ich bin auf jeden Fall dort. Zu viel Munition. Zu viel Munition. Jemand hier auf Zeiger, Alter. Wieder die ganze Zeit am Pushen ist der Bro.
Tja, Bro. So viel Zeit muss sein. Gut, den haben wir ja schön verarztet, den Bro. Oh, das ist ja runter. Das ist... Oh, Bro, what the hell. So, holen wir uns noch den Kompi für die Dings. Pfanne haben wir schon. Sind wir doch eigentlich fertig, oder? Gut. Also meine neuen Einstellungen, die gefallen mir jetzt schon. Gut. Oh, krass, wir haben so ultra viel Zeug. Kill mit AR und erreiche die Top 10. Das müssen wir machen. Das müssen wir machen, die Top 10. Rauchgranaten. 1, 2, 3, 4. So, das waren die 4 Rauchgranaten. Und jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Sleeve anziehen hier. Ich hätte die gelbe Smoke nicht schießen sollen, das hat mich verraten. Dann ist der Typ nämlich aufgetaucht. Und hat sich mit mir angelegt. Aber das war nicht weiter schlimm, denn wir haben ihn ja, wie ihr sehen konntet, erledigt. Gut. Ich nehme das Boot. Wir nehmen das Schiff. Wir nehmen das Schiff. Shit! War da rechtzeitig hin? Nicht so gefährlich. Gut aufs Nächste. Schaffen wir's? Go! Erstmal liegen bleiben hier. Denn wir wollen nicht, dass hier noch einer umsteppt und wir nicht hören, wenn wir selbst umsteppen. Ich habe meine Sensitivity extrem runtergefahren. Und ich komme jetzt schon besser damit zurecht. Warum machen wir das, was wir da gerade tun? Der Grund ist einfach, wenn wir jetzt über die Brücke fährt, wird die Brücke hart. Deswegen bin ich ja auch im Kanal. Selbst das könnte gefährlich sein. Was passiert eigentlich? Also ich wollte einfach vermeiden, hier über die Brücke zu müssen. Das passiert von außen nicht. Also wird es gut sein. Sieht aber gut aus bisher.
müssen noch 25 Fässer dazu lassen. Das Spiel ändert sich vollkommen, wenn ihr die Zielfunktion von Klicken auf Festhalten umstellt, beziehungsweise von Festhalten auf Klicken. Musste ich mich erst daran gewöhnen. Aber das ist viel besser. Dann rastet quasi das Zielfernrohr ein und dann könnt ihr viel besser zielen. Ich frage mich echt, wieso ich 1600 Stunden mit ADS festhalten anstelle von ADS einrasten gespielt habe. Also das ist einrasten, wenn ihr die Maus nicht drücken müsst. Und wenn ihr sie gedrückt halten müsst, dann ist festhalten. Wir müssen jetzt aufpassen hier. Wir sind potenziell noch in der Risikozone. Potenziell lurchen hier noch mehr als genug Typen rum. Es fehlen noch 18. Dann kriege ich meine nächste Mission. Vorne geht eine Crate, wurde Crate gerufen. Schmerzmittel rein. Schaut nach hinten, wenn er das macht. Passt. Weiter geht's. Dann könnt ihr die Waffe wegstecken. Schneller laufen. Da ich normalerweise SMGs spiele, muss ich das nicht, die Waffe wegstecken. Aber jetzt AR. Da ich AR-Kills machen muss, spiele ich ARs und dementsprechend ist dann Waffe wegstecken eine interessante oder eine gute Sache. Ganz halt schnell. Ich höre irgendwas vor mir, glaube ich. Zurück. Ich könnte das Auto nehmen. Ich lasse es bleiben. Ja. 20 Verbände. Scheißegal. Ich bin nicht mehr so weit weg. Das passt schon. Außerdem muss ich sowieso noch so Verbandzeug nehmen. Noch 16. Mein Ziel ist, wie gesagt, unter die Top 10 zu kommen, weil ich diesen AR-Kill gemacht habe und alles, was darüber hinausgeht, ist dann nice to have, aber kein Muss. Und auf dem Weg dahin sogar noch ein paar Verbandspäckchen zu verbraten, weil es eben auch Mission ist. Vor mir wird granatisiert. Aufpassen, dass wir nicht in irgendwie so eine Rattlesnake reintappen. Ja, wir haben noch Unmengen an Medi-Stuff, das ist easy. Also ich habe ein besseres Aim dadurch, dass ich mit der Dings runtergegangen bin, mit der Sensitivity. Das hat mein Aim verbessert. Ich bin noch nicht, die Routine ist noch nicht ganz da. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich noch ein bisschen mehr übe, dass ich dann noch deutlich besser werde. Und was echt einen Riesenunterschied macht, ist, ob ihr klickt, um zum Zielen oder ob ihr halten müsst zum Zielen. Macht einen Riesenunterschied. Ihr müsst euch nämlich dann nicht auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren, nämlich Maustaste festhalten und zielen, sondern ihr könnt euch voll und ganz auf die linke Maustaste konzentrieren und das ist natürlich eine deutliche Erleichterung im Spiel. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Dass das so einen Einfluss hat, habe ich echt absolut unterschätzt. Macht einen riesen Einfluss. Renn einfach hier über die Straße. Meine Güte, ey. Scary stuff. Das Risiko, dass jetzt irgendwelche Dudes auftauchen, da oben ist ein Smoke. Nee, ist keine Smoke. Gott, ich dachte, das ist ein Smoke.
Vor mir geht's ab. 19, noch 9 müssen sterben. The Hits hat eine P90. Ein Problem für mich. Noch 9 müssen sterben. Okay, komm, lasst uns mal hier verbandagieren hier. 18, noch 8. Noch 7. Lieber jetzt verbandagieren. Ich will die Bandagen raushauen. Die sollen sich gegenseitig in der Zone killen, das ist mir egal. Dachte, ich hätte rechts was gehört. Nein. Nicht der Fall. Dadurch, dass ich an meiner Sensitivity rumgeschraubt habe, spiele ich jetzt echt. Das ist völlig neu alles für mich. Ehrlich. Zone ist noch weit weg. Was ist das? Nee. Sanitätsausbildung. Rüstung. Keine Ahnung. Dann nochmal. Habe ich mir jetzt nicht im Detail angeschaut. Ist bestimmt was Feines. Noch 6. Zone haut rein jetzt. Kann man sich selbst. Wie ist denn das? Ich glaube, das bringt ja nur was im Team, oder? Im Teamspiel. Ich muss mir die ganze Tactical Stuff nochmal anschauen hier, was das alles kann. 15, noch 5. Ja, fleißig. Oh, Zeug ohne Ende. Wow, hau die Zone rein. Jetzt wird's gefährlich. Elf. Boah, das war haarscharf. 10. Wir haben es unter die Top 10 geschafft. Tut richtig weh jetzt schon. Links von uns ist einer. Rein, 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 rein. Links von uns ist einer. Wenn ich es jetzt nicht in die Zone schaffe, dann habe ich gelitten. Kann ich mich durchheilen? Phase 5? Nee, kann ich nicht, oder? Wie ist denn das? Na, ja, Phase 5 kannst du dich gerade noch so durchheilen. Jetzt brauche ich nur einen Windhauch und sterb. Steht ein Auto, das ist ein Problem. Ich hoffe, das kann er drin, das wäre jetzt echt nicht gut. Nein, der hockt da drin! Nee! Oh, wie da drin abgekämmt! Der da hat abgekämmt, Alter, was geht? Der Maximus hat da hart drin rumgekämmt. Scheiße, aber der hat auch schlechte Reflexe. Ja, was hätte ich denn machen? Ich hätte da einfach ein Dings reinhauen sollen, eine Granate. Ich hätte ja nicht gedacht, dass da einer drin durch. Shame on me, man. Holy fuck. Der King Cleaver. Scheiße, war das hart.
Da waren Millisekunden dazwischen. Schauen wir uns jetzt noch zu Ende an. Meine Fresse, wie ich nicht damit gerechnet habe, dass da einer drin hockt. Aber wir sind weit gekommen. Ich habe ein bisschen zu lang rumgetrödelt in der Zone. Phase 5 ist richtig hart. Aber wie gesagt, Ziel war ja, diese AR und Top 10, das haben wir gemacht. Ein AR-Kill haben wir auch noch gemacht. Rauchgranate haben wir erledigt. Also ja, das war alles. Das war ein effizientes Spiel. Wohlgemerkt, wie gesagt, kein Casual hier. Sondern ein richtiges Spiel. Noch 4 am Leben. Jetzt wird's spaßig. King Cleaver. Boah, das waren Millisekunden, wo die zwei sich nicht, wo die zwei abgeaimt haben. Millisekunden waren da dazwischen. Vielleicht hatte King Cleaver einfach nur schnelleres Internet. Hardcore wie da. Aber es schauen ihm drei zu. Kann auch gut sein, dass der irgendwas anhat und deswegen die Leute ihm zuschauen und die dann reporten. Wenn der nur Headshots macht, dann ist es nicht unrealistisch. Jetzt schauen wir mal, wie er weiterspielt. Was macht der King Cleaver? Crate geht runter. Wenn ihr da zur Crate hinlauft, dann seid ihr erledigt. In so einer Situation. Das würde keiner machen. Ich würde dann nach links schauen. Da links ist da noch... Ja genau, da waren schon noch Häuser. Vielleicht ist da noch einer rausgekrochen. Sieht aber nicht so aus. Sieht nicht so aus. Hat er eigentlich gesehen? Nee, was? Der ist außerhalb der Zone gestorben, Junge. Der ist links... Ja, genau. Links ist der AWM-Typ. Ja, genau vor dir. AWM. Der hat dich gesehen gehabt, ne? Das war der nächste Headshot. Das war der nächste Headshot. Krass. Level 3 hier, deswegen lebt der andere noch. Ey, wir... Da war einer. Der war da. Hast du... Der hat sich da gerade bewegt. Er hat ihn aber nicht gesehen. Nice. Der Molly. Nice. Das war, der war mit dem Zielkreuz. Oh, der hat die Pfanne getroffen. Oh, alter Verwalter. Der hat ihm seine Pfanne getroffen. Deswegen macht, rüstet immer die Pfanne aus. Habt ihr dieses Pling gehört? Das war die Pfanne. Rüstet immer die Pfanne aus. Leute, rüstet die Pfanne aus. Granate, nice. Ja, okay, hat keinen Aimbot. Hat gerade daneben geschossen. Er piekt gut. Der Typ mit der AWM hat keine Ahnung, was er tut. Was machst du denn jetzt? Molly, 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 hast du Molly? Granate, Molly. Wenn der andere Granaten hat, kriegst du es jetzt. Der schießt jetzt mit der AWM da auf den Dings, auf den Baum, auch nicht schlecht. Wenn er Rechtszirkel bist du geliefert. Oh, fuck. Okay, ja, die haben sich's richtig gegeben. War cool. Der Typ hat ein paar coole Headshots gemacht. Der andere hat mich hart abgecampt. Und ich habe selbst mir ein bisschen Stein in den Weg gelegt, weil ich zu langsam in die Zone rein bin. Aber wie gesagt, ich wollte diese Boost-Items nutzen. Und das war ja eine der Tagesmissionen. Deswegen, ja, denke ich mal, habe ich das Spiel ganz gut gespielt. Danke fürs Zuschauen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao, ciao.